Hallöchen, ihr Lieben! Heute möchte ich euch dazu einladen, mit mir ein Daumenkino zu machen. Ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder eins gemacht. Das hört sich jetzt mega viel an. Ich habe die beiden hier gemacht. Das habe ich für das heutige Video vorbereitet. Und ja, wir werden zusammen ein Daumenkino gestalten. Das Daumenkino ist, glaube ich, die älteste Animation, die man sich vorstellen kann. Denn man lässt durch eine Reihe von Bildern etwas bewegen. Also es ist wie so ein kleiner Mini-Film oder wie so ein GIF in der modernen Zeit heute. Also das kann man mit einem Daumenkino ganz einfach machen. Ich habe vor einiger Zeit mit unserer Challenge Konfetti in der Birne, die ich noch mit zwei wunderbaren Mädels zusammen mache, schöne Lieder gehabt. Und da habe ich unter anderem Kommt ein Vogel geflogen. Das ich auf recht dünnem Papier gemacht habe, was im Nachhinein vielleicht nicht die beste Idee war, aber wenn man so viele Bilder hintereinander macht, also wenn das schon eine gewisse Stärke hat, dass man das auch gut greifen kann, dann lässt sich das ganz gut machen. Wenn man jetzt aber nicht so viele Bilder hat, dann sollte man eventuell meines Erachtens nach stärkeres Papier nehmen. Und da habe ich hier zum Beispiel von den Backstreet Boys is Everybody. Und da habe ich auch die ganze Zeit überlegt, wie stelle ich das jetzt da, und dachte mir, eigentlich wäre perfekt ein Daumenkino, weil bei Everybody kann man jetzt ja auch nicht unbedingt still stehen oder sitzen, und habe dieses Daumenkino hier gemacht. Mit einem kleinen tanzenden Menschlein drin. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und auf Instagram habe ich so viel Feedback bekommen, positives Feedback, zum Glück, dass ich das euch heute zeigen möchte, wie ich das mache. Die beiden, die lege ich jetzt mal zur Seite und möchte mich jetzt dem widmen, was ich hier vorbereitet habe. Denn hier geht es um diesen kleinen Punkt oder auch Ball. Auch hier habe ich es auf stärkerem Papier gemacht, weil es nicht so viele sind. Das werde ich gleich mit euch auseinandernehmen. Und wir werden auch zusammen eins machen. Denn hier habe ich wirklich nur mit einem Medium, habe ich mit einem Bleistift gearbeitet. Und hier hüpft der Ball quasi einmal hoch. Jetzt hat man den Ball, glaube ich, nicht gesehen. Ja, der hüpft da einmal hoch und kommt wieder runter. Und das machen wir heute nochmal. Vielleicht noch ein bisschen ordentlicher. Also ist jetzt nicht unordentlich, aber vielleicht nicht nur mit Bleistift. Ihr könnt gerne nur mit Bleistift malen. Ja, wenn ihr so eine Klemme habt, mit solchen Klemmen zusammenbinden. Ansonsten muss man das ja auch gar nicht zusammenbinden. Ne? Also das kann man, wenn ihr es gut lagern könnt, dann könnt ihr das auch erstmal so beiseite legen, denn man hält das ja hier oben eigentlich auch so gut fest. Ne? Aber damit ich das hier nicht verliere, habe ich hier so eine Klemme oben dran gemacht. Und dann kann man das gut einlagern. Ich habe hier auch schon ein paar Zuschnitte. Das sind Reste von Zuschnitten vom Aquarellpapier. Das ist, wie gesagt, das ist schön stark und das lässt sich dafür super verwenden. Und das benutze ich jetzt hier auch. Und wir fangen auch hier ganz normal mit einem Ball an, mit einer Kugel. Es muss nicht perfekt rund sein. Und hier oben nummeriere ich mir das immer. Das könnte dann gerne noch wegradieren. Aber damit ich nicht durcheinander komme, denn es werden hier gleich ein paar lose rumfliegen, also rumliegen. So, damit er ein bisschen Schwung bekommt, der Ball, drückt er sich so einmal im Boden runter. Der kann ja nicht einfach so loshüpfen. Ja, deswegen bleibt er jetzt nicht ganz rund, sondern wird ein kleines bisschen ovaler. So nimmt er quasi Anlauf nach oben. Nummer 2. Dann macht er schon seinen ersten Satz nach oben. Das heißt, der Abstand von hier unten wird auch ein bisschen größer. Oh, hier hat er sogar noch einmal platter runter. Das werden wir gleich mal so machen, ehe ich hier noch weiter durcheinander komme oder euch durcheinander bringe. Also wir haben den ersten Kreis, dann geht es ein Stückchen weiter runter. Das können wir uns für später aufheben. Das dritte geht so ganz platt nach unten. Und der sich quasi richtig Schwung holt.
Nummer 4 ist quasi die gleiche Form wie Nummer 2, also nur ein bisschen oval. Und dann hüpft er schon ein kleines bisschen nach oben. Das heißt, die Kugel oder der Ball, der jetzt hier entsteht, ist nicht so tief unten wie hier, sondern der Abstand von hier unten wird ein bisschen höher. Versucht ungefähr die gleiche Größe beizubehalten. 5. Ja, und dann hüpft er nach oben. Immer ein Stückchen weiter. 6. 6. So weit hoch, wie ihr das möchtet. Bei mir geht er hier schon wieder ein Stückchen runter. Minimal, aber ein Stückchen. Könnt euch das auch immer hier daneben legen. Ich habe hier gerade von vorher noch eins, das nehme ich jetzt mal als 10. Dann kommt er wieder unten auf den Boden auf, das heißt, er wird wieder ein bisschen ovaler. Dann einmal ganz platt. 12. Dann kommt da ein kleines Stückchen wieder hoch. 13. Bild kommt er zum Stillstand und ist auf der gleichen Höhe wie beim ersten Bild. Wenn man das jetzt hintereinander abspielen würde, also wenn ihr jetzt das alles nochmal wiederholt, dann würde der die ganze Zeit hoch und runter hüpfen. Also hoch und runter. 15. Jetzt sortieren wir das von der größten Zahl zum Schluss. Bis zur kleinsten Zahl am Anfang. Ja, und da hüpft er dann auch vor sich hin. Das kann man jetzt natürlich noch, hier könnt ihr noch ein Deckblatt drauf machen und dann noch Daumenkino oder so drauf schreiben, wie ihr das gerne möchtet. Ich habe mal hier noch so eine Klemme. Jetzt hält das alles ein bisschen besser zusammen. Und dann kann man das immer wieder abspielen. Ich könnte hier stundenlang sitzen und das immer wieder abspielen. Ich finde es einfach toll. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen das Daumenkino näher bringen konnte. Also wie gesagt, ihr könnt es jetzt noch mit Fineliner nachziehen. Ihr könnt den Ball bunt ausmalen. Ihr könnt ihn auf jeder Seite andersfarbig machen. Das ist natürlich auch ein toller Effekt. Ihr könnt den Hintergrund gestalten. Das ist, ihr könnt eine kleine Geschichte erzählen, ne? Wie bei dem hier. Also man kann es unglaublich aufwendig machen, man kann es sich aber auch einfach machen. Und ich fände es ziemlich cool, wenn ihr das einfach mal ausprobiert und der ein oder andere oder die ein oder andere
hat das mit Sicherheit schon mal in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend mal ausprobiert und schon mal gemacht. Ich kenne es, glaube ich, auch noch aus Schulzeiten. Und ich finde es mega cool, wenn ihr das mal ausprobiert und wenn ihr das in den sozialen Medien teilt. Teilt es mit mir, damit ich es sehen kann, damit ich mich mit euch zusammen freuen kann und es gegebenenfalls auch teilen kann. Wenn ihr den Hashtag Sonntags mit Lillis benutzt, dann werde ich es auf jeden Fall sehen und werde es mit meiner Community und vielleicht auch mit eurer teilen. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim analogen Animationen erstellen. Und zum Schluss einmal geht noch, oder? Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Habt's fein, genießt hoffentlich das schöne Wetter und ja, lasst es euch gut gehen. Tschüss!